Hey, ich bin Wombo und ich stehe gerade auf meiner Base, auf dem Server von einem Freund, auf dem ich gerade spiele. Und unter mir seht ihr schon das Lagersystem und genau das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich habe es hier vollkommen im Survival-Modus gespielt, also ohne irgendwelche cheateten Sachen. Und dabei ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen, denn ja, es gibt eine spezielle Kombination an Items, die das ganze Lagersystem außer Kraft setzen können. Und dafür habe ich jetzt eine Lösung gefunden und die möchte ich euch ebenfalls vorstellen. So, esse ich erstmal was. Wie gesagt, es ist alles im Survival gebaut. Ich habe mir nur eine Eisenfarm geholt, weil ihr seht die ganzen Hopper hier. Das hat schon mächtig was an Eisen gekostet. Und ihr habt oben auch schon Eisen durch den Wasserstrom laufen sehen. Das kommt direkt aus meiner Eisenfarm. So, und jetzt komme ich gleich zu dem Bug. Der passiert nämlich hier. Ich habe von oben die Items, die herangeschwemmt werden und dann in den Kisten zwischengelagert werden. Ich habe die Kisten dahin gebaut, damit die Hopper nicht so schnell verstopfen und überfüllen. Theoretisch braucht man es nicht. So geht man auf Nummer sicher, dass man, wenn man zum Beispiel drei Kisten voll Stein reinwerfen würde, was ziemlich unrealistisch ist, aber dann würde das verstopfen und möglicherweise Items despawnen. Das wollte ich so verhindern. Ja, jetzt zu dem Bug. Es könnte dadurch, dass hier oben eine Kiste ist, sein, dass hier sich Items stapeln. Speziell meine ich jetzt Kohle und Cobblestone. Und wenn jetzt sortiert wird, werden halt die Items einzeln da rausgezogen und in die andere Leitung hier gepackt. Das heißt, es könnte passieren, dass in diesen drei Hoppern hier Kohle ist und in diesem hier vorne noch Stein. Und dann gibt es das Problem, dass hier halt Kohle sortiert wird. Dadurch haben wir hier ein Signal. Ihr seht schon, das ist ein bisschen anders gebaut. Deswegen zeige ich das auf der anderen Seite. Also ihr müsst euch das Gebaute einfach auf dieser Seite hier vorstellen. Wir haben dann das Signal, was hier reingeleitet wird in diesen Block. Und ja, dann könnte es passieren, oder dann passiert es, dass hier halt angefangen wird zu sortieren, weil hier Stein ist. Aber hier noch ein Signal im Block ist, weil hier hinten auch immer noch Kohle sortiert wird. Und dann wird dieser Pisten für einen kleinen Tick wieder ausgefahren. Dadurch wird ein Cobblestone, der hier oben noch drin ist, in diesen Hopper geleitet, weil er halt nicht nach unten abgesaugt wird. Ja, und dadurch haben wir hier einen Cobblestone mehr und alles ist kaputt. Weil wir dann ja hier so viele Items drin haben, dass sortiert wird, aber in dem ersten Slot nur ein Item drin ist, dadurch wird das hier rausgezogen und dann ist hier keins mehr drin und es kann alles reingesortiert werden, meistens Cobblestone und ja, dann ist sowieso vorbei und dieses geht nicht mehr. Das passiert auch nur hier am Anfang, weil sonst sind hier ja immer ist hier immer ein Item pro Hopper drin und dann kann der ganze Bug nicht auftreten. Gelöst habe ich ihn, indem ich hier oben das nicht weggemacht habe und hier durch einen Repeater das Signal von hier ja abgezogen habe und in ein Nicht gesteckt habe, was unter dem jetzt habe ich Wortfindungsstörungen unter dem Pisten ist, damit so funktioniert das Ganze halt genauso. Ja, dann zeige ich euch hier hinten noch, wie es hier aussieht. Das hier ist das restliche Lagersystem. Man sieht schon, ich habe hier mehrere Items in eine Kiste sortieren lassen. Hier zum Beispiel Schilder und Enderperlen. Dadurch habe ich die ganz einfach mit Hoppern verbunden. Das geht natürlich nicht mit dem anderen Design. Weil wir hier unten logischerweise keine Hoppe hinbauen können, wenn da ein Nicht ist. Ja, das ist schon ein wenig ausgebauter. Also hier habe ich noch eine untere Etage, wo zum Beispiel, ja, Chicken sortiert wird oder Glas und Scheiben oder zum Beispiel Eisen und Gold.
Eisen hauptsächlich aus meiner Goldfarm, Gold aus dem Ofen da hinten. Und zu dem Ofen komme ich jetzt noch, denn hier habe ich halt Stein sortiert, was natürlich die Hauptitemanzahl ist, und Kohle. Und diese Kohle wird gleich nach hinten geleitet in zwei Öfen. Und warum ist da eine Fackel drin? Ach so, die Fackel ist mir beim Umbauen abgefallen. Also ich kann es euch zeigen, dass hinten sieht noch alles richtig aus beim Gold. Hier, bei Gold wäre das gewesen. Hier ist noch alles richtig. Dann kann ich euch gleich auch erklären, was hier passiert. Hier wird das Gold und Eisenohr oder Iron Ore raussortiert und unten ebenfalls in die Öfen geleitet. Und dadurch wird das dann gleich geschmolzen, durch Hopper rausgezogen und wieder nach oben eingefüllt. Nur dann sind es halt Barren und die werden dann da hinten aussortiert. Ja, des Weiteren kann ich euch hier noch meine Chicken Farm zeigen. Die ist ja auch aus einem Video bekannt. Die habe ich letztendlich hier auf diesem Server entwickelt und auch das erste Mal gebaut. Das ist das erste Projekt, was ich nicht zuerst auf dem Testserver gebaut habe, sondern so hier gebaut wurde. So wirklich komplex ist sie jetzt auch nicht. Deswegen ging das Ganze. Und hier geht es jetzt zu meiner Eisenfarm. Hier sieht man, wie das Eisen langgeschwemmt wird, wenn ein Eisen da wäre. Da. Nee, doch nicht. Ja, aber die Eisenfarm, ja, müsste eigentlich auch bekannt sein. Zur Not googelt ihr einfach bei oder sucht bei YouTube. Da gibt es schon tausende Videos dazu. Ja, viel länger wollte ich das Video auch nicht machen, weil es halt einfach nur dieses kleine Update zum Lagesystem ist hauptsächlich. Und falls euch das gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls nicht, schreibt mir bitte in die Kommentare, warum nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.